die. We're on the right.
Danke, danke, danke. Doch, ich stinke immer noch. Ich stinke immer noch, aber ist ja egal. It's just for fun. Also die Competition hier im HBD ist eigentlich nicht so die geilste. Da war es im GTE vorher schon ziemlich geil, wo wir Dritte geworden sind. Es war schon Hammer. Ich wollte jetzt aber noch mal was Neues zum Trinken, verdammt. Empty. Funktioniert. Da muss ich auch noch mal dran schrauben. Naja. Reicht es? Ja, dürfte trotzdem reichen. Wie ist man denn 1, 2, 3, 4, 5? Oh, Matt Farron, Ricardo Rosso, die werden sich's geben. Ach ja. Thomas. Boah, Division 7. Was haben die denn für ein SOF? Das sehen sie gleich, wenn sie ins Qualifying springen. Zwei fünf eins neun eins null eins null. Ah, fuck, ey. Ich wollte Championship-Punkte haben. Ich hoffe, dass ich damit wenigstens keine Verluste mache, dass ich erst drei Rennen tatsächlich auf dem Buckel habe. Muss ich mal kurz schauen. Die Strecke ist ja eh ziemlich kurz. Ja, ich habe erst drei Rennen. 125 Punkte gab's. 2-1 war der SF, sind wir bei 1-9. Ist halt nichts, ne? Aber hey, sollten wir hinkriegen. Mittlerweile ist immer irgendwie wieder drin. Es wird wieder besser. Schwung holen. Es waren drei Rennen hier auf dem Telagos und dreimal haben wir den Sieg geholt. Meine ich. Nein! Apex verpasst. Schade.
Ah, fuck. Okay, ist doch doch nicht so einfach. Ich sehe gerade den Namen. Scott Corbin mit der 1,9 I-Rating. Der ist nicht langsam. Wir wissen immer nicht warum, so weshalb der zweite Count ist. Fuhr auch mit 1,9 km in Le Mans bei 4 Stunden einen Topsplit im HBD. Ah, endlich mal wieder. Ne, das ist wieder endlich mal. Ob die eine echt gute Zeit. Und eine 8er. Also 21,8. Jawoll. Gute Qualität. Die würde auch gegen einen Pascal Stix oder Fraser oder Johan Hart für Pole reichen, nämlich. Ah, wir haben nur 22 Grad, darum. Dann fahren die sicherlich 0,6, 0,5. Abstand. Ich versuche mein neues Setup von eben mal aus. Schön, bitte geblieben. Sah gut, eigentlich echt gut aus. Das Traffic hier, yep. Und, dort. Ja, kann hier einiges passieren mit den Überrundungen. Was sind das für Ratings im LMP1-Feld? 1-1, 1-8, 1-3, Oscar Casale. Lull. Im Porsche, Matt Farrell im Porsche. I-Rating.
Es ist SOF, Leute. Nee, nee, nee. Also einfach den Traffic überleben. Green next time by. Line up on the right side. Pit road closed. Müsste ja echt jetzt nochmal auf Toilette. Ich sehe irgendwie nur ein K-Fahrer, verdammt. Hey, Che. Moin, moin. Ja, hoffen wir mal mit dem Sieg. Verkehr kann viel passieren. Ja, Alter! Da geht's schon los. Das ist die iRacing Le Mans Series. Lagfrei. Kein Problem. Alter. Ja, AB-Lizenz. Oder C4.x. Getting ready, going green. 3, 2, 1. Hoffen wir es mal. Oh. Ich will eigentlich noch mehr Abstand lassen. Egal. Die GTE sind mir relativ wumpe. Oh Gott. So, der LMP1-Traffic überleben. Ja, sorry fürs 2-3 Mal Lifestyle. Ich muss irgendwann noch, ja, noch crashen, das gibt's ja nicht. Und trotzdem gerade eine Sekunde knapp Vorsprung.
Alter! Oh Gott! Wir fahren clever, wir haben es gerade gesehen, wir sind viel, viel schneller. Was? Ein Typ da vorne. Schaut der, wo von P5 oder dass du sogar gestartet ist. Ja, ich brauche gleich auch noch eine Dusche nach der Stunde. Eine geile Aktion. Das ist doch den in einem B1 da überleben. Ich will auch einen Pool haben.
Ich hatte auch mal so ein kleines Bändchen, sag ich mal. Hast du auf dem Balkon gestellt, ja, früher als kleines Kind immer. Aber das kannst du mittlerweile auch nicht mehr machen. Pass ich gar nicht mehr rein. Geil. Bist du in Frankreich im Urlaub oder wie? Geschäftlich. Hab gerade nur irgendwas von LKW gelesen. Der zieht vor mir raus. Ach so. Es hört sich hier wieder nach ETS an. Witz. Ventilator bringt nichts mehr. Nein, ach Kacke. Gerade für Schmett. Ah, da. Thank you.
Ups. Scheiße. Kann ich zu weit raus. Was ist denn das, Marcel? Ich hab mich jetzt echt geholt, bevor ich auf die ETEs stoße. Krass. Ach so! Ja, von wem? Wieso? Weshalb? Also. Was für ein. Das ist egal. Ist die blaue auch von ihm jetzt? Ah, okay. Kann ich nicht. Der selber Emotes. So, jetzt geht's los. Seh mich bitte. Er hat mich nicht gesehen. What? War kein Auftrag. Das Auto ist doch zu rutschig.
Warum? Was ist los, AJ? Ja, das ist mir klar, ich auch. Geh in den Pool. Aber versauf nicht vor Einschlafen. War vorher spannender. Ist mir klar. Zwischen den ganzen Zeit halt auch nicht. Ja. Ja, das stimmt. Ach Gott. Ja. Kommt auch noch dazu. So fucking schnell wieder ein. Traffic. Wir haben nur 38 Minuten. Hilfe. So, wenn ihr erst überrundet. Was macht denn der? Nimmt der 1 aus? Was macht der BMW? Ich suche mir was zu essen, bis gleich. Jo, AJ.
Habe ich schon da eine Runde Flüssigbrot? Oh Gott, schwitzig. Ventilatorstufe 1 hoch. Danke. Wahrscheinlich die Base, die halt einfach die ganze Wärme abgibt, das fuckt so ab. Wäre die nicht da, wäre es viel kühler hier drin. Zwei von. Aber jede Sekunde Vorsprung ist wichtig, weil hier halt so schnell was passieren kann und irgendwas am Auto beschädigt sein kann. Das ist eine freie Fahrt. Das sind jetzt die wichtigsten Runden. Hier kann ich jetzt so viele Sekunden rausholen. Während der noch im Verkehr steckt. P1 kommt aus der Box.
ich stecke immer mittendrin im Verkehr. Hey Nostos Gaming, ihr habt weit 2 Jahre nicht mehr online iRace, muss feststellen, dass gerade ein zweideutscher Stream. Lohnt sich nochmal einstieg in iRace? Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist es halt gerade ein Wochenende und Sonntag und schön Wetter. Da ist gerade allgemein iRacing nicht so viel los heute, aber auf jeden Fall lohnt sich iRacing wieder. Gerade jetzt in der Zeit eigentlich schon. Nächste Event ist 400 Stunden von Spa. Auf jeden Fall, hau rein. Gibt ja auch so private Serien noch. Jetzt kommt halt Sommerpause, klar. Muss man vielleicht überlegen, ob es sich dann erst irgendwie ab August, September wieder lohnt, aber insgesamt auf jeden Fall. Ich bin früher mit Rick gefahren, aufgrund von Nachwuchs musste ich in den Keller und da passt ja nicht. Am Schreibtisch ist doch kacke, oder? Also, ich fahre am Schreibtisch mit einem T500 und Fanatec LC CSL Elite. Mit einem ganz normalen Schreibtischstuhl, wo ich die Rollen festklemmen kann. Klappt. Ich habe auch keinen Platz für einen Rig, aber sehr gerne, es funktioniert. Ja. Lotzer bremsen, auf jeden Fall. Ne, ich habe mir ein Holzbrett gebaut, auf dem meine Pedale liegen.
Und da ist hinten noch ein Holzklotz dran geleimt. Und dieses Holzrad mit dem Holzklotz habe ich an die Wand gelegt. Und darauf stehen die Pedale. Und somit können die nicht weiter nach hinten rutschen. Unmöglich. Und das ist halt so breit, dass mit dem Schreibtisch, dass ich da nah genug an meinen Pedalen dran bin, dass ich nicht so weit hinten sind. Weil mein Schreibtisch schaut ziemlich tief. Rutscht bei mir gar nichts. Lenkrad habe ich mittlerweile festgekriegt. Manche von uns im Team haben das sogar mit Schrauben im Schreibtisch verbaut. Das geht bei mir noch ohne. Vielleicht auch mit einem Holzklotz das Ganze verstärkt. Ja, kann ich mir auch mal anschreiben. Dann kann ich dir auch mal den Link zu meinen Rollen schicken. Die sind ganz geil. Funktionieren wirklich gut. Und ansonsten mal testen einfach. Oh. Die Bremsen festmachen und dann halt irgendwo dagegen drücken und schauen, ab welchem Druckpunkt es wegrutscht. Finde ich eigentlich ziemlich schnell heraus. Meine rutscht überhaupt nicht. Haben einen Laminatboden. Vielleicht das 19 für dazu. Ja, auf dem Teppich rutscht es noch weniger eigentlich. Das ist wahrscheinlich kein Teppich. Knapp mit der extra Runde, ich nehme selber diese Runde extra mit. Ja, der ist so mega geil. Letztlich finde ich aber gar nicht so einfach fahren. Da finde ich den Ferrari GT einfacher. Danach den Ford schon fast, dann Porsche, dann BMW. Vielleicht sogar BMW noch vor Porsche. Ich finde da die Bremsen dann ganz am Anfang, fand ich da die Bremsen richtig, richtig schwierig mit dem BMW. Ah ja, ist auf jeden Fall geil. Muss doch mal auf unsere Social Media gehen. Impulse Racing, irgendwo, egal wo, Twitter, Facebook, Instagram. Da ist jetzt auch unser M8 schön aus der Lackiererei gekommen. Sieht echt geil aus. Zwei Runden noch. Vielleicht hier jetzt haben wir. Ah. Dann bekommen wir noch eine LMP1. Die noch eine Runde ist. Ich glaube, dass ich mir noch Stress kriege. Danke. Ich hier rein. Vielen Dank.
Gefällt uns auch. Gott, der fährt jetzt nochmal los. Nein, du behältst alles. Du behältst deine Lizenz, du behältst dein I-Rating. Du behältst dein Content. Einfach wieder den Account aktivieren. Genau. Yes. Geil. Aber kalt, hoffe ich mal. Ich gehe danach auch kurz in das Wasser, aber einfach nur, damit ich kurz in dem Wasser war. Nein! Kalt ist doch so geil! So, der dürfte in die Box gehen. Jawohl. Dann bin ich wieder Erster. Ich sogar noch vor Stadtziel. Sogar nicht meine Position verloren. Aber das ist schon. Ja, auch, ja. Du musst warm oder kalt anfangen und dann warm, immer wärmer werden. Oder halt andersrum, je nachdem, wie es dir besser gefällt. So, ich kann mein T-Shirt gleich wieder ausfrinken. Ist schon nass. Ich will mich schon gar nicht irgendwie nach vorne beugen oder so. Ich will es einfach direkt am Stuhl kleben lassen, gerade. Weil sonst ist es richtig ekelhaft. Weil jetzt ist halt auch die Zeit, wo die Sonne bei mir direkt reinflasst. Ich hab zwar alles finden, aber. Ist ja nicht wirklich was. Ach, come on, iRacing. Ich kann sich auch mal bei mir bedanken hier damit. Was passiert dir nicht? Ach so, ja, das ist geil. Meine Südosten, Osten. Mein Balkon hier. Südwesten, Westen.
direkt getroffen. Yeah. Knifflig. Nein, ich muss den hinten mal rausnehmen. Ja, ich sag ja, ich muss ihn mal endlich rausnehmen. Wobei ich kann ihn eigentlich wieder drin lassen fürs nächste 24 Stunden rennen. Lass mich doch vorbei. Wieder die, wo du dich vorbeikämpfen musst, Schweine, wo man nur geht. An. Ich habe SPS an. Das ist, glaube ich, empfohlen, glaube ich. Irgendwie sowas war das. Der Pharaoh schon wieder.
eigentlich Ricardo? Ich habe gerade zuerst gelesen, ich fahre zur Zeit oben ohne. Hey, ja, wen interessiert die Info jetzt? Hilfe. Hätte WhatsApp vorher schließen sollen. Ich wollte ja genau so die Trackmap endlich mal schließen. Ich komme zu nichts hier. Ich vergesse es ständig. Ich bin ja schon gleich P3. Ja, schön zumachen, aber ich sehe da Schicht auf jeden Fall rein.
Sehr schön, wurde damals nicht gesehen. Ah, da kommt doch schon Ricardo, Watson, ja. Nein. Aus. Schwierigkeiten. Also auf den Trackman. Mit dem Stream. Da war ich frei an AJ. Okay. Freut mich zu hören. Bestimmt OBS. Shadow Play. Yo. Oh, dann nicht. Yo. Letzte Runde. Thank you.
mache ich dann nachher. Dem gibt man eine Runde Rückstand. Wir haben es geschafft. What the fuck? Ich habe jetzt hier erstmal. Das habe ich schon immer bei JRT so gehabt. Handlapter, jetzt habe ich gerade immer Caps benutzt. Und Caps gefällt mir fast gerade echt besser. Muss ich gestehen mit dem Sprit. Boah, überall in der Runde, die ich Vorsprung habe. Geil. Und das T-Shirt ist wieder klitschnass. Aber sowas von nass. Also, es gab, glaube ich, in dem Rennen eigentlich nichts, was man irgendwie nochmal anschauen muss. Können wir gleich eigentlich da reingehen. Oh, er hat gerade gestartet. Das ist auch gut. Jo, Rainer, wir hören uns. So, nochmal. 550 Millionen. Oh, das haben wir sich gleich mit dem Zurücksetzen. So, von 12 gestartet, 10. Overall. 29 gab es, damit sind wir wieder über 4-1. Das ist doch erfreulich. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen beim zweiten Stream heute. Und ich schicke euch einfach mal weiter. Vielen Dank. Tschüss.